Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Unite! Wir spielen heute Wankit. Ich habe mir den Battle Pass gekauft, weil der nur 5 Euro gekostet hat. Ich fand das jetzt nicht so teuer, denn ich wollte unbedingt dieses komische Web-Pikachu haben. Ich habe hier noch eine Mission dafür. Ich habe jetzt 60 Battles gemacht. Wow. Ja, ich habe ein bisschen gespielt seit dem letzten Mal. Bin eventuell ein bisschen besser geworden. Ja, mein neues Lieblings-Pokémon ist jetzt Pikachu und nicht mehr dieses Summer Center-Ding da, das ganz anders hieß. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Dieses ganz OP-Pokémon, das unbedingt genervt werden muss. Ich zeige euch nochmal ganz kurz mein aktuelles Item-Set, das ich für Pikachu benutze, denn das könnte ja den einen oder anderen interessieren. Ich habe mir für Pikachu ausgesucht einmal das Muskelband, weil mit Pikachu möchte man Gegner immer öfters angreifen, zumindest mindestens 3-mal, weil Pikachu beim 3. Mal einen Special-Angriff macht, wenn er normal angreift, also der dritte Attacke ist stärker. Und ja, das Muskelband verschnellert nochmal, wie man den Gegner angreift und macht auch nochmal mehr Damage. Dann habe ich noch die Brille hier, die erhöht allgemein einfach meinen Special Attack um 19, was richtig krass ist. Beziehungsweise auch nochmal um 5%, also beides. Im Kampf selber steigt der Special Attack Wert ja auch nochmal, der wird dann immer um 5% erhöht. Und von sich aus gibt das Item halt von Anfang an auch plus 19. Und dann habe ich noch diese andere Brille. Ja, keine Ahnung, mein Pikachu trägt 2 Brillen auf einmal. Was auch nochmal mein Special Attack um 8 erhöhen würde, wenn ich ein Tor das erste Mal mache. Und von Anfang an gibt das auch schon plus 6,4 Special Attack. Also ich gehe volle Kanne auf Special Attack. Es gibt auch noch so eine komische Shell im Shop. Warte, die kann ich euch auch noch mal zeigen. Die hier. Und da habe ich heute nämlich rausgefunden, dass die anscheinend auch Special Attack gibt. Und die gibt einem jedes Mal HP zurück, wenn man einen Move trifft. Ist eigentlich sehr, sehr cool, aber kann ich mir gerade nicht leisten. Und ich habe sowieso zu wenig von diesen Upgrade-Dingern. Deswegen bleiben wir erstmal bei dem, was ich gerade habe. Und ja, wie gesagt, spielen wir heute mal Wankit. Ich bin schon in der Great Class 4. Mal gucken, was für Gegner wir heute bekommen und vor allem, was für ein Team wir heute bekommen. Und hoffentlich bekomme ich dann auch mein Pikachu, weil sonst wäre blöd. Richtig blöd, Leute. Wenn ihr dieses Spiel noch nicht habt und auch Pikachu spielen wollt, dann wählt auf jeden Fall als Anfangscharakter Pikachu. Weil in diesem Auswahlmenü werden euch die Pokémon genau in der Reihenfolge angezeigt, wie ihr sie bekommen habt. Ich hatte Pikachu erst als 15, deswegen muss ich immer mega weit nach links und rechts gehen, um überhaupt Pikachu zu bekommen. Das ist richtig, richtig nervig, aber ja, kann ich nicht ändern. So, und wenn ihr cool seid, dann gebt ihr immer an, welchen Pfad ihr gehen wollt. Ich gehe nach oben mit Pikachu und ich werde als Battle-Item den Eject-Button nehmen. Der ist nämlich wie Flash in League of Legends, wenn ihr das kennt. Und meine Route wird sein, so eine richtig nervige, ich stehe die ganze Zeit im Hintergrund und baller euch weg, Route sein. So, ich habe inzwischen natürlich auch mehr raus, wie dieses Spiel geht. Also es gibt auch eine Meta tatsächlich. Man muss also auch nach oben und unten gehen, weil wie bei jedem normalen MOBA, ich weiß jetzt nicht, warum wir alle nach unten gehen, sind die doof? Hat der eine nicht gesagt, der kommt mit nach oben? Man teilt sich auf jeden Fall die XP. Ihr seht ja neben meinem Leben-Dingsbums so eine 2. Und da ist so ein Kreis drumherum und der steigt immer mehr. Und wenn er halt voll ist, dann levelt man ab. Und Auflevel ist gut, weil dann wird man stärker und kriegt neue Attacken etc. Die Attacken werden natürlich auch stärker. Heißt, man will sich nicht die XP mit anderen Leuten teilen. Deswegen ist das eigentlich gut, dass es immer einen Jungler gibt. Das ist bei uns gerade der Hoplo, wenn ihr oben links auf der Karte guckt. Und halt 2 unten, 2 oben. Und dann teilt sich jeder eigentlich recht gut seine Sachen auf. So, und wir, unsere Gegner sind nicht da. Da hinten das Pikachu, okay. Bei denen fehlt einer oben, wie es scheint. Aber ist nicht mein Problem. Ah ne, da, die, oh, die haben genau dasselbe Team wie wir. Lol. Ich habe jetzt als erstes Thunder genommen. Ich werde die ganze Zeit auf solche Attacken gehen. Okay, das Pikachu scheint nicht so allzu gut zu sein. Dann scoren wir einfach mal unser erstes Goal, damit unsere Special Attack hochgeht. Woohoo! Dabei heilt man sich übrigens auch, wenn ihr das noch nicht wusstet. Wenn man einen Goal macht, heilt man sich. Das ist sehr, sehr cool. Genau, und ich werde die ganze Zeit auf so Attacken gehen, die man aus der Ferne machen kann, wo man ein bisschen zwar auch lenken muss, wo die Attacke hingehen soll, aber ich finde sowas richtig cool, zum Beispiel hier bei diesem Thunder. Ich kann den ja jetzt hier so steuern, wo er hingeht. Das ist richtig, richtig praktisch. Und damit kann man halt richtig krass aus der Entfernung immer angreifen. Da haben die Gegner gar keine Chance. Und der Thunder wird später nämlich noch so, dass er dann auch Leute stunt. Das ist schon, nee, nicht der Thunder, aber das andere Ding. Mein Elektroweb. Der kann zwar jetzt auch schon stunnen, aber später halt noch viel geiler. Tja, ich weiß jetzt nicht, meine Gegner sind ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Obwohl wir hier in der Great Class sind. Ich habe schon Ranked ausgewählt, oder? Weil in den Normals sind die normalerweise immer richtig schlecht. Aber den Rankeds? Hm. Vielleicht habe ich einfach nur Glück. Kann natürlich sein. Und die haben anscheinend jetzt schon keinen Bock mehr auf uns. Jetzt haben wir gleich schon deren Ebene hier eingenommen. Och man. Das ist voll sad. Und ich habe rausbekommen, dass man tatsächlich aufgeben kann in diesem Spiel. Das wusste ich davon nicht. Ich dachte, die Gegner haben irgendwie automatisch verloren, wenn sie 300 Punkte im Rückstand sind. Aber ist gar nicht so. Wenn man richtig fies ist, dann klaut man den auch hier. Oh. Hallo, Jungler, wie geht's denn so? Hast dein Team nicht wirklich beschützt, ne? Hier, wenn man cool ist, dann klaut man denen ihre Beeren, damit sie die selber nicht mitnehmen können. Und ja,
Auf jeden Fall, das Spiel hat mir richtig angetan. Ich spiele das jetzt schon die ganze Zeit, also gestern quasi permanent, weil das echt witzig ist. Ich habe sogar Geld dafür ausgegeben und eigentlich bin ich der letzte Schwabe, wenn es um Geld ausgeben geht beim Spielen. Außer jetzt für LOL, da habe ich 1000 Euro ausgegeben, aber darüber LOL sprechen wir nicht. Und ja, es macht halt wirklich Spaß, obwohl es eigentlich immer dasselbe ist, aber das war ja bei LOL auch nicht anders. Und da habe ich auch, keine Ahnung, 70 reine Spieltage einfach nur LOL gespielt. Mit Abonnenten habe ich auch schon gespielt. Ich habe zum Beispiel schon mit dem Neko gespielt und auch mit dem YOLO-King ein paar Dinger. Der YOLO-King ist inzwischen auch schon in der Quake, das habe ich gesehen. Also da Respekt an dich, YOLO. Hat auf jeden Fall auch Spaß mit dir gemacht. Aber ich spiele nicht so gerne mit dem YOLO-King. Oh, jetzt muss ich mal kurz flüchten. Hier, Flash ist richtig gut zum Flüchten. Weil der YOLO hat als erstes, schlau wie er ist, hat er sich als allererstes Pikachu geholt. Und deswegen ist sein Cursor quasi immer schon auf Pikachu drauf, was ich eben schon meinte. Heißt, er kann Pikachu immer als erstes auswählen, wenn er da Bock zu hat. Okay, warte, jetzt müssen wir mal kurz hier aufpassen, aber ich glaube, den besiegen wir hier. Sehr gut, Smoothie. Wer sieht die allerbesten? Lass uns... Warte, das Pikachu greift den Rotom an. Das dürfen wir nicht zulassen. Okay, nice. Dann holen wir uns jetzt das Rotom. Oh Gott, der muss den mal kurz ein bisschen tanken. Ich habe nämlich keine Leben mehr. Und keine Leben haben ist nicht so geil. Aber das Rotom hätte ich schon gerne. Ich glaube, dann kriegt man sogar Leben zurück, wenn man den besiegt, ne? Ja, genau. Und wenn das Rotom jetzt zu der Goal-Ebene geht, dann kriegen wir erstens 20 Punkte. Da oben ist nochmal ein Slow-Mo. Den wir natürlich auch einfach mal easy-peasy vernichten. Irgendwie sind die Gegner sehr, sehr schlecht, scheint mir. Ja, dann kriegen wir hier 20 Punkte. Hä? Hat er das gegnerische Pokémon einfach vernichtet? Lol. Und man kann halt sofort seine Punkte da reinschmeißen, was mega gut ist. Ja, läuft bisher ganz gut. Auf der Botlane läuft das auch gut. Ich muss hier gar nicht runtergehen. Ist jetzt nicht dieses hochspannungsvolle Match, das ich mir erhofft hatte. Ja, ich glaube, wir können gleich nochmal ein neues Match starten, wenn das hier so weitergeht. Oh ja, ich kann meine Ulti machen. Bam, bam, bam. Ich mache euch alle kaputt. Die Ulti von Pikachu ist übrigens auch mega gut. Erstens wird man halt schneller. Man kann richtig schnell angreifen. Die Attacken, die man macht, sind auch nochmal verstärkt. Und man kriegt ein Schild, wenn man es aktiviert. Mega die krasse Ulti, finde ich. Hallo, machst du den Dschungel von euch? Das finde ich aber nicht gut. Nee, Dschungel machen, das erlaube ich nicht. Wollt euer Dschungel? Was bist du denn für einer? Respektiert er meine elektrifizierende Persönlichkeit nicht, oder was? Finde ich nicht gut. Okay, ja, wir dominieren einfach richtig, haben auch aufgegeben. 346 zu 5. Tolles Ranked-Match, ganz, ganz toll. Ach man. Let's go. Vielleicht wird das ja diesmal spannender. Pikachu! Na gut, der Anfang ist ja eigentlich immer gleich. Heißt, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Gegner sehen. Ich hoffe, die haben keinen Support, weil Supports sind richtig stark. Aber Orgel ist schon mal ganz cool. Da, nein! Haben die das Ding bekommen? Ja, nein, die haben das erste Teil da in der Mitte bekommen. Damit haben die schon mal einen Vorteil. Orgel ist eigentlich mega stark. Vor allem, weil das Fleckmon am Anfang eigentlich nicht so gut ist. Dass sie jetzt natürlich die ganze Zeit ein Schild haben, ist nicht so geil. Und dass ich mich nicht heilen kann, ist auch nicht so geil. Vielleicht sollte ich mir wirklich mal diese Shell holen. Die scheint ja nicht ganz so schlecht zu sein. Oh, unser Jungler ist schon da. Will der etwa mit uns angreifen? Oh, das Fleckmon hat sich schon entwickelt. Ist ja viel zu wild. Ist ja viel zu wild. Okay, ich glaube, das ist keine gute Idee hier. Oh mein Gott. Bitte Schild, bitte ein Schild. Oh, darf ich die Beere? Urgel, darf ich die Beere? Danke, darf ich die Beere? Nein, du kriegst keine Punkte. Nein, Fleckmon, nein, das ist nicht gut. Wäre halt geil, wenn ich relativ schnell mein erstes Goal machen könnte, weil dann würde ich ein Special Attack kriegen. Ich habe noch einen Tipp für euch. Ihr könnt in den Einstellungen reingehen und auswählen, dass ihr, wenn ihr B drückt, nur wilde Pokémon angreift und Elektroschock, wenn ihr A drückt, nur gegnerische, also echte Spieler angreift. Das ist mega praktisch und macht euer Spiel auf jeden Fall sehr, sehr viel besser, falls mal beides irgendwie in eurem Radius ist, dass ihr jetzt zum Beispiel nur das Pokémon angreift und nicht das wilde Pokémon. Könnt ihr da mal rumswitchen. Nur so als kleiner Tipp. So, wir sind schon fast Level 5. Das Vulnona von denen ist zum... Oh, nee, das war nicht gut. Das Vulnona von denen ist erst Level 4. Ah, fuck, ey. Aber Vulnona ist auch richtig stark. Man sieht auch fast in jedem Game einen Vulnona, weil die halt eigentlich... Die ist sehr, sehr stark. Zum einen. Komm, treff, danke. Das war knapp. Fast gestorben. Jetzt schnell Punkte machen, bevor die wiederkommen. Heilen und mehr Special Attack für mich. Okay, das läuft sehr gut. Zumindest hier am Anfang. Und wir sind jetzt mal so frech und klauen uns eine. Danke, tschüss. Ich bin ja schon wieder weg. Ich bin doch schon wieder weg. Chill dein Leben. Okay, ich glaube, das war zu frech, ja. Das war zu frech von mir. Ups. Mann, ey. Das nennt man dann wohl Karma. Wer frech ist, wird getötet.
So, Fleckma, du bist aufrecht. Also sterben Sie. Sterben Sie. Wenn Sie nicht sterben wollen, muss ich Sie daran hindern, nicht sterben zu wollen. So, Monona kriegen wir auch easy tot. Orgel ist halt wirklich mega stark. So, dann klauen wir deren ganzen Pokémon hier weg. Ja, Leute, sagt doch mal, ob ihr auch so von dem Spiel angetan seid. Also am Anfang dachte ich ja, ja, okay, ist halt nett für zwischendurch. Aber es ist halt die ganze Zeit geil. Und dieses Ding ist viel zu stark. Ohne Witz, diese Attacke ist viel zu krass von, ich weiß nicht, wie der heißt, Rajabakarabo. Diese Blitzattacke. Das ist eine ganz normale Attacke von dem, aber die macht irgendwie genauso viel Damage wie eine Ulti von zum Beispiel Pikachu. Viel zu heftig. Also der muss auf jeden Fall genervt werden. Oh, die haben Rotom an. Leute, die greifen Rotom an. Wir dürfen das nicht zulassen. Oh, Stun, Stun, Stun. Wir sind hier zu dritt, die nur zu zweit. Was sollen die tun? Okay, nevermind, jetzt sind wir gleich. Ein Lucario. Oh nö, ich mag Lucario gar nicht. Lass den mal schnell stunnen hier. Okay, das war ein Fail-Stun. GG. Er ist aber auch agil, so ein blödes Lucario. Aua, lass das. Stun und Attacke. Oh, ich habe auch meine Ulti. Leute, wir können Ulti-Action machen. Wollen wir Ulti-Action machen? Okay, komm. Ulti-Action, Leute, greift alle an. Greift alle. Oh, ich bin gestunt. Der hat auch seine Ulti gemacht. Unfair. War, glaube ich, gar nicht seine Ulti, aber auch egal. So, ich glaube, das Ding kriegen wir kaputt. Ja, easy game. So. Jetzt können sie ja nicht mehr die ganze Zeit weglaufen. Huh? Ach, der hat ihn schon getötet. Mal Orgel. Orgel ist richtig stark. Ich glaube, Orgel kriegt nämlich auch die gegnerischen Pokémon in seinen Mund. In seinen Mund hinein. Wenn er die tötet. Und dann kann er die anderen Pokémon auf die raufschmeißen und ist cool. Und ich merke gerade. Okay, ja, ich gehe auch mal back. Unser Rotom macht das schon. Tschüss, Monona. Weil unten wird gerade böse angegriffen. Jetzt sind wir hier aber zu viert. Die kriegen. Oh mein, guck, der macht so viel Damage. Das ist viel zu unfair. Sein Entladungskram-Scheiß da. So, Pikachu, einmal gestunt. Wenn das dann nämlich trifft, dann macht man mega den Damage. Danke, nehme ich alles mit. Oh, das Lucario ist ja gar nicht von uns. Das Lucario ist ja gar nicht von uns. Hilfe, Stun treffen. Stun nicht getroffen. Schlecht, schlecht, schlecht. Ja, du überlebst das. Komm, ich habe 3 Sekunden wieder bei Stun. Der traut sich eh nicht hier hin, oder? Wir können ja einmal checken, ob er da drin ist. Nee. Aber dafür ist die Attacke auch mega gut. Doch, er war da sogar drin. Wir haben ihn sogar gestunt. Ich habe es noch nicht gesehen. Kann man nämlich Büsche mit angucken, ob da Gegner drin sind. Eigentlich laufen die dann raus und ich hätte gedacht, dass man auch sieht, ob da jemand drin ist. Aber anscheinend ist das gar nicht so. So, wir können, glaube ich, mal wieder back gehen. Denn oben ist das Rotom schon wieder da. Und wir sind... Oh nein, wir führen gar nicht. Fühlte sich eigentlich so an, als wenn wir führen würden, aber tun wir nicht. Das ist natürlich belastend. Das Rotom haben wir aber bekommen. Sobald wir dann gleich die nächsten Punkte abgegeben haben mit dem Rotom, sollten wir, glaube ich, wieder führen. Let's go. Wobei, gehen noch kurz diese Bienenkönigin töten. Oh, hallo. Junge, das ist viel zu stark. Diese Attacke ist viel zu stark. 1300 Damage. Ohne Witz, der muss so krass genervt werden. Klar, es ist das Pokémon, das jetzt jeder bekommen hat. Und die wollen natürlich, dass jeder reingeht, damit er dieses Pokémon bekommt. Weil er dieses Pokémon ist, das man geschenkt bekommt, wenn man sich dieses Spiel holt. Aber den dann so overpowered zu machen, ist halt schon assig irgendwie, oder? Finde ich schon. Ich glaube, wir gehen hier mal mit unserer Ulti rein, weil Lucario ist böse. Du kannst nicht vor mir flüchten, auch wenn du krasse Ninja-Attacken hast. Aber nein, diesmal lasse ich dich nicht weg. Blödkopf. In der Mitte ist ein Pikachu mit 50 Pokebällen. Das ist nicht so geil. Was aber geil wäre, wäre... Ach, Mist. Die machen Zapdos, ne? Scheiße, die machen Zapdos. Wir müssen schnell in die Mitte. Wir müssen schnell in die Mitte. Wir müssen schnell in die Mitte. Leute, kommt alle in die Mitte. Leute, ich brauche euch, Leute, ich brauche euch, Leute. Leute, die Mitte. Leute, die Mitte. 2 Leute sind zumindest da. Lucario kommt auch. Oh, das war knapp. Das Team, das Zapdos bekommt, der den Final Blow da macht, wird... Nein, die haben ihn leider bekommen. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Müssen wir jetzt unsere Goals hier verteidigen, dass sie hier nichts abgeben können in den nächsten 10 Sekunden. Leute, ich verteidige hier unten. Verteidigt ihr oben. Da kommt schon einer. Aber nicht mit mir. Nein, er hat den trotzdem abgegeben. Das ist voll assig. Das ist halt das Geile an Zapdos. Du kannst einfach instant abgeben. Selbst wenn du angegriffen wirst. Nehmen wir das Lucario noch irgendwie? Nee. Machen wir da ein bisschen Damage. Gar kein Ding. Wenn er uns folgt. Kann er gerne. Los, folg uns doch. Folg uns doch. Ich habe einen Urgel an meiner Seite. Hat das so gut funktioniert? Ja, schlecht. Jetzt haben die halt mega viele Punkte. Ja, statt den hinterher zu jagen, weil die haben sowieso keine Punkte, sollten wir lieber selber ein paar Punkte machen. Die haben jetzt nämlich gerade 100 Punkte abgegeben, leider, durch das Zapdos und den Lucario. Ist nicht gut, ist nicht gut. Aber man kriegt da gerade doppelte Punktzahl, deswegen... Komm, lass uns jetzt nochmal ein paar Punkte machen und hoffen, dass es dann eventuell langt. Obwohl die gerade in unserer Basis sind, ne? Oh nein. Ich glaube, dass... Nein, die haben voll mega viele Punkte, dann doch. Ja, nee, schaffen wir nicht. Dann sind das nur noch 10 Sekunden.
Oh nee, ich komme nicht mal mehr in der Zone rein. Das war dumm. Ja, war mega dumm. Ne, haben wir verloren. Schade. Ja, easy verloren, die haben 600 oder so. 700 sogar. Yeah, ich bin MVP. Toll. Ja, das erste Match war zu einfach. Das zweite Match war angenehm. Aber ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Sachen zeigen. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz, wo ihr einstellen könnt, dass ihr A und B drücken könnt. Also hier ihr drückt X in diesem Bildschirm, dann unten auf Settings und dann geht ihr auf Controls und hier gibt es das dann, wo ihr einfach einstellen könnt, statt den Default Controls, wo ihr immer nur A drückt und das nächste Pokémon, das dann an euch dran ist, das greift ihr an, geht ihr dann auf Advanced Controls und da könnt ihr dann mit A die gegnerischen Pokémon angreifen und mit B die wilden Pokémon, was sehr, sehr cool ist, finde ich. Hat man mehr Varianz. Gut, dann würde ich mal sagen, was das mit dieser Folge. Es werden bestimmt noch einige weitere Folgen kommen. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Schade, dass das jetzt zwei komische Matches war. Das erste war halt zu einfach, das andere war ein bisschen zu schwer. Aber hätten wir das Subtest bekommen, dann hätte das wieder anders aussehen können. Naja, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss.